eben kurz die Welt retten. Das wär's doch. Und wo kannst du das besser als im sozialen Bereich? In der Pflege zum Beispiel. Menschen helfen. Einfach was Sinnvolles machen. Und dann beginnt deine Ausbildung und du merkst, dass du gar keine Zeit hast, dich richtig um deine Patienten zu kümmern. Du bist auf dich allein gestellt, denn die, die dich ausbilden sollen, kommen selbst kaum mit der Arbeit hinterher. Willkommen in deinem Traumberuf. Oder auch nicht. Bin ich bereit, Abstriche zu machen, Abstriche in der Qualität meiner Versorgung der Patienten. Und das frustriert und das macht wütend. Wenn ich der Meinung bin, ich kann diesen Patienten nicht mehr versorgen, dann frage ich mich, ob das nicht schon gefährliche Pflege ist. Wenn man dann ins Zimmer geht, dann liegen die Patienten da und sind gestorben, obwohl sie nicht hätten sterben müssen. 30% der Pflege-Azubis brechen ihre Ausbildung vorzeitig ab. Junge Beschäftigte zwischen 18 und 34 planen den Absprung. Ich würde das in keiner Weise, noch nicht einmal für das doppelte Gehalt, weiter durchziehen können, weil wir einfach am Limit laufen. In der Vergangenheit habe ich öfter schon drüber nachgedacht, zu kündigen. Hauptsache weg aus der Pflege, Hauptsache weg aus diesem Krankengesundheitssystem. Es droht also der Ausstieg aus der Pflege, also der Flexit. Hier sind 4 Gründe, warum der Flexit droht. Hi, ich bin Tobi Schlegel und ich bin unter anderem ausgebildeter Notfallsanitäter. Dabei sah mein Leben vorher etwas anders aus. Mit 17 startete ich als jüngster Moderator beim Musiksender Viva. Dann der Sinneswandel. Ausbildung mit Ende 30. Für mich die richtige Entscheidung. Doch viele meiner Kollegen aus der Pflege bereuen ihre Entscheidung und schmeißen ihren Job schon nach ein paar Berufsjahren frustriert hin. Und darüber rede ich jetzt mit Franziska Böhler. Sie ist Pflegefachkraft und Gesundheitsinfluencerin. Auf ihrem Insta-Kanal berichtet sie regelmäßig von dramatischen Geschichten aus dem Klinikalltag. Als The Fabulous Franzi macht sie mit Posts auf den Pflegenotstand aufmerksam. Ich habe 2017 einfach ein Bild in Arbeitsklamotte hochgeladen nach einem echt harten Dienst und habe den Tag so ein bisschen beschrieben. Und unter dem Bild fanden sich ganz viele Kommentare, das wurde ganz oft geliked und dann habe ich das weiterverfolgt, um einfach auch über Missstände aufzuklären und den Berufsalltag ein bisschen in die Welt rauszutragen. Offensichtlich spricht Franziska vielen aus der Seele. Hier ein paar Beispiele aus unserer Community. Das Einzige, was wir eigentlich machen, ist Schadensbegrenzung. Die Belastungsgrenze ist erreicht, wenn man auf Station steht und weint, weil man nicht mehr kann, weil man nicht weiß, was man als erstes machen soll. Es ist einfach schlimm, wenn man abends nach Hause geht und sagen muss, heute ist jemand gestorben, weil in meinem Bereich habe ich es nicht zur Klinge geschafft, weil ich so viel anderes zu tun hatte. In der Pflege brennt es offenbar an allen Ecken und Enden. Und das sind keine Einzelfälle, sondern ein strukturelles Problem. Und das führt uns zu dem ersten Grund, warum der Flexit droht. Grund 1. Erst Profit, dann Patient. 1985 wurde das Gewinnverbot der Krankenhäuser gekippt und damit änderte sich auch die Logik des Systems. 2003 wird dann die Fallpauschale eingeführt. Krankenhäuser bekommen für einen Patienten, je nach Diagnose und Behandlungsart, eine fixe Summe Geld. Dies sollte eigentlich für Transparenz sorgen und die Kassenbeiträge stabil halten. Vor allem sollten aber die Krankenhäuser in einen Wettbewerb gegeneinander gezwungen werden. Und? Hat es uns was genutzt? Eher nicht. Gewinn macht der, der möglichst viele Patienten mit möglichst wenig Personal versorgt. Profit ist einfach das, worauf es ankommt. Und ich habe das Gefühl, ein Menschenleben ist nichts mehr wert. Und wer leidet darunter? Die Patientinnen und Patienten selber und die Pflegekräfte. Das ist völlig der falsche Ansatz. Und dieses System hat er auf den Weg gebracht. Heute ist er unser Gesundheitsminister. Die letzte wirklich große Krankenhausreform liegt 20 Jahre zurück, die Einführung der Fallpauschalen. An dieser Einführung bin ich damals beteiligt gewesen. Aha. Und nun? Das Hauptproblem, das steht seit vielen Jahren fest, ist, dass wir fast alles an Budget in den Krankenhäusern über sogenannte Fallpauschalen bezahlen. Somit hat man mit diesem System eine Tendenz zu billiger Medizin. Zum Zweiten, die Krankenhäuser können nur das Budget erhöhen, indem sie mehr Fälle behandeln. Somit kommen die Krankenhäuser durch dieses System in ein Hamsterrad. Sie müssen immer so billig wie möglich behandeln und so viel wie möglich behandeln. Dabei sollte es ja im Krankenhaus in erster Linie nicht ums Geld gehen, ne? Und doch herrscht da
so ein chronischer Kostendruck. Patienten haben je nach ihrer Erkrankung unsichtbare Preisschilder um den Hals hängen. Allein der Umstand, dass man mit kranken Menschen Geld verdienen kann, ist einfach nicht in Ordnung. Das ist moralisch fragwürdig. Also, wo geht denn das Geld hin, das wir in die Krankenkassen einbezahlen? Das habe ich Michael Isfort gefragt. Er ist Professor für Pflegewissenschaft und kümmert sich seit Jahren intensiv um die Weiterentwicklung der Pflege in Deutschland. Aus meiner Perspektive ist das größte Problem der Privatisierung die damit einhergehende Ökonomisierung und das Produzieren von falschen Anreizsystemen. Und auch die Möglichkeit zu sagen, da werden Gewinne privatisiert und Kosten werden vergesellschaftet. Und das ist immer ein ungerechtes Modell, weil es kann ja nicht sein, dass nur die, die keine Aktien in irgendwelchen Krankenhausgesellschaften haben, die Kosten tragen. Und in dem Moment, wo Gewinne erwirtschaftet werden, gehen die an die Aktionäre. Also tut mir leid, das verstehe ich nicht. Es gibt also Behandlungen, die richtig lukrativ für das Krankenhaus sind. Aber kann sich ein Patient dann darauf verlassen, dass eine Operation tatsächlich notwendig ist und nicht nur gemacht wird, damit der Umsatz gesteigert wird? Natürlich führen falsche ökonomische Anreize immer auch zu Übertherapien oder zu unnötigen Operationen. Menschen, die in ein Krankenhaus gehen, dürfen auch nicht in Ansätzen in die Lage kommen, dass es heißt, vielleicht werde ich hier nur operiert, damit jemand Geld macht. Oder vielleicht bekomme ich diese Chemotherapie nur, weil jemand damit eine Bonuszahlung bekommt. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann verlieren wir die gesamte Glaubwürdigkeit im Gesundheitswesen. Das ist eine Katastrophe. Das sieht Gesundheitsminister Karl Lauterbach übrigens genauso. Das ist ja schön, aber was will er jetzt ändern? Und wie schnell? Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Die Nachtdienste fallen weg. Also wenn diese Leistungen über Tag erbracht werden und dann gehen die Patienten über Nacht nach Hause, müssen nicht stationär versorgt werden, dann fallen diese schweren Schichtdienste für viele Pflegekräfte weg. Das ist völliger Bullshit. Wie soll das gehen? Wir haben bis 2030 fast 500.000 offene Stellen und die ersetzen wir nicht, indem wir die Nachtdienste wegfallen lassen. Es gibt also viel zu wenig Leute, die sich um die Patienten kümmern und das schon seit Jahren. Und es wird immer schlimmer. Derzeit verlassen viele Pflegekräfte, aber auch viele Ärztinnen und Ärzte, die verlassen die Krankenhäuser, weil sie diesen ökonomischen Druck nicht ertragen wollen. Die Arbeit macht vielen, ich bin ja mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch im Gespräch, keinen Spaß mehr. Und das ist der zweite Grund für den Flexit. Personalmangel führt zu chronischer Überlastung. Wir dürfen nicht mehr zulassen, dass Pflegekräfte nachts alleine 41 bis 50 Menschen betreuen. Das darf nicht sein. Fast die Hälfte der Pflegekräfte, 43%, arbeiten mehr als 40 Stunden pro Woche. Mein Beruf ist davon geprägt, überfordert zu sein. Zu viel Arbeit in Prioritäten zu setzen, wo man eigentlich keine Prioritäten setzen sollte. Wir müssen entlastet werden. Wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit, adäquate Pflege durchführen zu können. 98% der Ärzte und Pfleger sagen, dass sie Erschöpfungszustände und ein ausgebranntes Gefühl berufsbedingt kennen. Man fühlt sich machtlos und hilflos, weil wir einfach nicht der großen Zahl Patienten gerecht werden. Manchmal liegen Patienten stundenlang in ihrem eigenen Kot und im eigenen Urin, weil wir es einfach nicht schaffen, sie rechtzeitig zur Toilette zu bringen. Franziska, wie hast du das geschafft? Der Personalmangel war schon echt krass zum Schluss. Also es ging so weit, dass so viele Leute gefehlt haben, dass ich morgens im Frühdienst bin, der Nachtdienst nicht besetzt war. Dann bin ich nach Hause gegangen und bin nachts wieder zur Arbeit gekommen. Und das zehrt und macht dich echt kaputt. Ich bin nach 13 Jahren Intensivstation dann gegangen, weil ich es zum Schluss nicht mehr moralisch vertreten konnte. Eigentlich sollen solche Zustände von Gesetzen und Regeln verhindert werden. Die Personalbemessung besagt nämlich, dass in deutschen Kliniken maximal 13 Patienten von einer Pflegekraft betreut werden dürfen, was per se schon extrem viel ist. Fallen Pflegekräfte aus, verdoppelt sich die Patientenanzahl und eine angemessene Pflege wird unmöglich und oft sogar zu einer Gefahr für die Patienten. Wenn ich vielleicht eine Sterbebegleitung habe und ich mich entscheiden muss, kann ich dabei bleiben? Kann ich eine aktive Sterbebegleitung mitmachen? Aber wenn ich das nicht kann, weil ich noch zwei andere Menschen versorgen muss, die kritisch krank sind, die gerade um ihr Leben kämpfen, dann ist es etwas, was mich wirklich frustriert. Besonders schockiert hat mich da die Aussage einer Pflegefachkraft, die von ihrer Schicht in der Notaufnahme berichtet hat.
Ich habe das erlebt, dass im Verlauf der Wartezeit, die teilweise bis zu 40 Stunden mittlerweile in den Notaufnahmen ist, man den Patienten einfach in diesen 40 Stunden kaum mehr zu Gesicht bekommt. Und wenn man dann irgendwann ins Zimmer geht, dann liegen die Patienten da und sind gestorben, obwohl sie nicht hätten sterben müssen. Dramatische Situationen spielen sich hinter den Kulissen in Kliniken ab. Der Unmut des Personals wird immer größer. Der Notstand treibt die Pflegekräfte auf die Straße. In Nordrhein-Westfalen brüllen sie ihre Wut und ihren Frust lautstark hinaus. Denn mehr von uns ist besser für alle! Mehr! 11 Wochen lang streiken sie für bessere Arbeitsbedingungen und Entlastung. Noch nie war ein Streik so lang. In einer Branche, die eigentlich rund um die Uhr gebraucht wird. Wie viele Menschen jetzt zusammen hier auf die Straße kommen, wie wir uns organisiert haben und Leute, die man vorher nicht kannte, die vielleicht sich nicht getraut haben, was zu sagen, auf einmal aus sich auch hinauskommen und auch ihre Forderungen stellen und endlich mit Selbstbewusstsein und mit breiter Brust jetzt auch hier stehen und das fordern wollen. Und das pusht einen total. Für Beschäftigte der 6 Unikliniken in NRW handelte Verdi spürbare Entlastungen in der chronisch unterbesetzten Pflege aus. Nämlich mehr Pflegekräfte pro Patient, Ausgleichstage bei Personalausfall und Überstunden, mehr Zeit für eine bessere Ausbildung der Azubis. Das gilt aber nur für die Unikliniken in Nordrhein-Westfalen. Das heißt aber auch, wollen andere Kliniken ähnlich gute Bedingungen, müssen auch sie sich organisieren und dafür kämpfen. Zusammenhalt tut gut und hilft, den Frust in Worte zu fassen, denn im Alltag sind alle mit ihren Problemen allein. Auch die, die normalerweise viel Unterstützung verdient hätten, weil sie erst am Anfang ihres Berufslebens stehen. Und damit sind wir bei Grund 3. Auszubildende fühlen sich alleingelassen und überfordert. Wer sich auf die Pflege einlässt, macht es sich nicht leicht. Fast jeder zweite Azubi ist nicht mit seiner Ausbildung zufrieden. Es ist noch gar nicht so viele Jahre her, da war ich selber Auszubildender. Ich musste auf einer Normalstation, wo sehr schwer erkrankte Herzpatienten waren, musste ich bis zu 10 Patienten alleine betreuen, als Auszubildender. Und das ist die Realität. Das passiert immer häufiger. Und dann sind diese Zahlen auch kein Wunder. 62% klagen über hohen Zeitdruck. 43% bemängeln fehlende Pausen. Ich war nicht essen, ich habe nichts getrunken, ich war nicht auf der Toilette und trotzdem sterben die Menschen. Tja, was soll ich da tun? Was soll ich noch geben? Und jetzt habe ich noch eine Zahl für euch. Über 43% berichten selten oder nie, an ihre beruflichen Aufgaben herangeführt zu werden. Ich war im ersten Lehrjahr. Ich musste nicht nur meine OP allein vorbereiten, sondern auch während der OP assistieren, was mir sehr schwer gefallen ist, weil ich kaum Erfahrung hatte und musste auch das dann noch mit abdecken. Und das desillusioniert natürlich die jungen Leute und bringt sie in traumatische Situationen und deswegen schmeißen so viele hin. Du hast ja für dich persönliche Konsequenzen gezogen, ne? Ist es jetzt besser? Ich bin in der Anästhesie und es geht mir um Längen besser. Wir müssen nicht hetzen. Und ich habe einfach gemerkt, kurz bevor ich gekündigt habe, bin ich zu einem Scheusal mutiert. Ich habe den armen Mann zu Hause angepflaumt. Ich war echt unausstehlich und unausgeglichen. Und das war natürlich auch scheiße für die Familie. Und für uns als Familie, uns geht es einfach jetzt auch besser mit meinen Arbeitszeiten und mit meiner Stimmung. Aber so wie Franziska können es eben nicht alle machen. Am Ende geht es allen doch auch um eine faire Bezahlung. Und das bringt uns zu Grund 4. Schlechte Bezahlung und geringe Aufstiegschancen. Fangen wir mal mit dem Gehalt an. Der Stundenlohn einer Pflegefachkraft liegt aktuell bei 17,10 Euro. Durchschnittlich sind das monatlich zwischen 2.932 und 3.654 Euro. Mögliche Aufstiegschancen gibt es quasi nicht. 65% der Krankenpflegefachkräfte fühlen sich nicht fair bezahlt. Und trotzdem sagst du, du liebst deinen Beruf. Wieso? Der Job fördert dich kognitiv, persönlich. Du brauchst ein flinkes Köpfchen und du siehst die Früchte deiner Arbeit auch jeden Tag. Sei es, dass du deinen Teil zu einem Genesungsprozess dazu beigetragen hast. Vielleicht hast du ein Leben gerettet nach einer Reanimation. Es ist auf jeden Fall an guten Tagen so, als würdest du als Gewinner aus dem Krankenhaus gehen.
Eine Studie hat ergeben, dass sich mindestens 300.000 Ex-Pfleger vorstellen könnten, wieder in ihren Beruf zurückzukehren, wenn, ja, wenn... Wenn es im Krankenhaus nicht mehr nur um Profit geht und die Menschen einfach nicht mehr sterben, weil es nicht genug Pflegekräfte gibt. Wenn sich einfach Arbeitsbedingungen ändern, wo die Pflege abgesichert ist, ich mich sicher fühle, im Team arbeiten zu können und auf Augenhöhe über gewisse Dinge sprechen können. Die Situation in der Pflege gleicht einer riesigen Baustelle. Gesundheitsminister Karl Lauterbach kündigt jetzt eine Revolution an. Doch bisher gibt es nur Vorschläge, wie er der Personalflucht entgegenwirken will. An der aktuellen Lage der Pflegekräfte in den Krankenhäusern ändert sich erstmal nichts. Sie bleibt auch weiterhin trostlos. Was meinst du? Was muss sich ändern, damit Menschen wieder gerne in der Pflege arbeiten und Patienten wieder besser versorgt werden? Schreib's uns in die Kommentare. Und wenn du wissen willst, wie sich Corona auf die Intensivstationen ausgewirkt hat, einmal hier klicken.